Mahlzeit, ihr lieben Leute. Hier ist mal wieder der Logilino von Hardware Insight. Und heute haben wir mal keine Hardware, sondern wir haben Software. Und wie man es im Hintergrund schon sehen kann, wir werfen heute mal einen Blick auf Audials One 2022. Aber bevor es jetzt losgeht, hier nochmal ein kleiner Hinweis. Das Video ist leider ein bisschen lang geworden. Wer sich also nicht in der Lage fühlt, mein Gelaber die ganze Zeit zu ertragen, der kann unten mal gucken. Da habe ich eine kleine Übersicht gemacht, wann da genau welches Thema besprochen wird. Alle anderen, die können das natürlich einfach laufen lassen. Wer was zum Einschlafen braucht, ne, der kann das auch laufen lassen. Kein Problem. Ne? Also dann ja, viel Spaß. So, jetzt wollen die Namen und Lizenzschlüssel. Okay. Lizenzschlüssel haben wir irgendwo hier. Den kopiere ich jetzt mal hier rüber. Den blende ich euch natürlich gleich aus. Audials Konto. Ich habe noch kein Audials Konto, also erstelle ich eins. Ich bin doch noch in der Installation. Jetzt hör doch auf, mich schon mit Werbung zu bombardieren. Danke. Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und erkläre mich einverstanden. Natürlich, wie immer. Ich besitze ein iPhone und los geht's. Bitte warten. Aktivieren. Aktivieren. Was ist passiert? Das wollte er anscheinend nicht. Okay. Starten wir noch neu. Gucken wir nach, ob er das jetzt irgendwie verstanden hat, dass ich es bin. Ah, hier. Einstellungen. Audio-Konto. Okay, ich bin anscheinend angemeldet. Konto und Lizenz. Aktive Lizenzen. Audio-Z1. Audials Konto, okay, sieht gut aus. Audials One 2022. Das ist ein Software-Tool, mit dem ihr im Prinzip Medieninhalte aus dem Internet dann abspeichern könnt. Also ihr könnt im Prinzip eine Kopie davon machen. So, und da muss man sich natürlich gleich fragen, Urheberrecht und so weiter. Wie sieht das denn rechtlich aus damit, wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel, keine Ahnung, von Ed Sheeran ein Lied auf der Festplatte abspeichere. So, und die rechtliche Lage dazu sieht so aus, das ist eine Information von der Audio-Seite. Ich bin da selber jetzt wirklich nicht so im Thema drin, aber hier steht, das deutsche Urheberrecht legt in § 53 Urheberrechtsgesetz fest, dass Aufnahmen von Musik und Filmen für private Zwecke erlaubt sind, wenn und zwar zum ersten die Aufnahmen von legalen Quellen gemacht werden und zweitens beim Aufnehmen kein wirksamer Kopierschutz umgangen wird. Und das glaube ich jetzt erstmal so, das weiß ich, ich bin kein Anwalt, ne? Vielleicht weiß da jemand ja was genaueres, ob das auch so stimmt. Auf jeden Fall folgt dann hier auf der Audio-Seite noch eine ganze Litanei an Erklärungen, dass eben bei der Aufnahme mit Audials kein wirksamer Kopierschutz umgangen wird. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt hier mal mit ruhigem Gewissen auch ausprobieren. So, wir befinden uns hier jetzt auf der Startseite. Hier kriegen wir schon so ein bisschen was angezeigt. Ich habe schon mal ein ganz kleines bisschen gestöbert und habe auch Spotify im Hintergrund schon mal verbunden. Da können wir uns jetzt hier schon mal ein bisschen durchklicken. So, so Ed Sheeran ist jetzt nicht so meins. Queen schon eher. Dann gucken wir mal, was er uns hier anzeigt. Okay, also hier als erstes so ein paar Top-Hits. Dann er sortiert es ja so nach Alben und zeigt dann hier auch gleich an, was er gefunden hat. Also Keep Yourself Alive von Spotify oder Doing Alright von YouTube. Und was wir jetzt hier tun können, ist,
Wir können jetzt das zum einen uns hier einmal anhören. Muss jetzt hier nur aufpassen, dass wir hier kein Ärger kriegen. So, also die Wiedergabe funktioniert. Von Spotify dauert es allerdings etwas lange, wie ich finde. Gucken wir mal bei YouTube. Da geht es ein bisschen schneller. Und was wir jetzt des Weiteren tun können, ist, wir können jetzt hier die Tonspur aufnehmen. Oder was können wir noch? Tonspur aufnehmen. So, jetzt wird er das im Hintergrund aufnehmen. Und zwar, was er jetzt tut, ist, er spielt jetzt quasi das Lied im Hintergrund ab und nimmt es gleichzeitig wieder auf. Das ist der Grund, warum das hier so eine Weile dauert. Und das ist im Prinzip genauso wie, ich meine, die älteren Semester unter euch werden das noch kennen, ne? Man hat das Radio am Laufen und der Kassettenrekorder ist quasi aufnahmebereit im Pausemodus, ne? Und sobald dann ein Lied anfängt, was man haben möchte, macht man die Pausetaste weg und ärgert sich darüber, dass der Moderator noch ins Lied quatscht. Aber das hat man natürlich bei Spotify nicht. Da quatscht keiner ins Lied, zum Glück. Wenn man natürlich nur ein kostenloses Konto hat, gibt es natürlich immer wieder mal Werbung zwischendurch, aber da hat Audils auch eine Funktion, um die Werbung rauszuschneiden. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, wenn man die kostenlose Version von Spotify hat. Da hat man ja, glaube ich, nicht so die Möglichkeit, genau zu steuern, welches Lied da jetzt kommt oder so. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich hab das Abo schon so lange von Spotify, deswegen weiß ich es gar nicht mehr, wie das in der kostenlosen Version war. Aber könnt ihr ja mal drunter schreiben in die Kommentare. Kann man da direkt die Lieder anspringen, die man hören will? Also ich hatte das immer so in Erinnerung, dass man dann Playlisten machen muss und dann läuft dann zufällig irgendwas davon. Schreibt mal in die Kommentare, wie es aktuell ist. Ich weiß es nicht. Könnte natürlich dann auch Einfluss darauf haben, wie Audils dann funktioniert mit einem kostenlosen Spotify-Konto. So, also die Aufnahme, die läuft jetzt hier schon eine ganze Weile und ich rede mir hier den Mund fusselig. Die Hälfte haben wir jetzt ungefähr. So, jetzt konvertiert er noch, jetzt normalisiert er noch, jetzt taggt er noch. Und fertig ist das Ganze. Und dann schauen wir mal. Ich habe hier Ordner festgelegt, wo das gespeichert werden soll. Und da hat er dann jetzt hier das Liedchen abgespeichert. Und jetzt habe ich das als MP3 vorliegen und könnte das jetzt auf meinen MP3-Player hochladen oder auf einen USB-Stick packen und den dann ans Autoradio anstöpseln oder was auch immer. Also quasi das, was man halt mit MP3-Dateien so macht. Und das Ganze auch noch, zumindest laut Audils, ganz legal. So, und jetzt sehen wir auch hier, ich habe jetzt hier die Playlist, letzte 100, letzte 1000, letzte 10.000, mein Gott, da muss man ja viel Zeit haben. Das hat jetzt schon ein bisschen gedauert, also es geht schneller als die eigentliche Wiedergabe gedauert hätte, also schneller als damals mit dem Radio- und Kassettenrekorder. Ich glaube, es ist die zweifache Geschwindigkeit. Man kann es auch irgendwo noch einstellen. Und auf jeden Fall hat er mir das Lied jetzt hier in so eine Playlist gemacht. Das sind jetzt so quasi dann die Sammlung der letzten Lieder oder Videos, die ich runtergeladen habe oder mir kopiert habe, mehr oder weniger. Und ich kann es dann auch hier jetzt abspielen. So, nur ganz kurz, damit man sieht, dass es funktioniert hat. Und das Ganze versuchen wir dann jetzt auch mal mit dem Video. Das müsste hier ein vernünftiges Video sein. Auch hier können wir kurz reinschauen. Nee, das ist. Doch? Nee.
Ah, nehmen wir mal ein anderes, damit was. Das besser unterscheiden können. Also buffern, okay. Und hier können wir jetzt auch speichern als Video. Das machen wir mal. Verbindet sich. Hier funktioniert das Ganze wesentlich schneller, was daran liegt. Weil bei YouTube könnte man theoretisch das Video auch herunterladen, ohne dafür einen Kopierschutz zu umgehen. Das geht bei Spotify nicht. Bei Spotify ist alles verschlüsselt. Deswegen muss hier im Prinzip diese analoge Möglichkeit genutzt werden, die Kopie zu erstellen. Deswegen dauert das auch länger. So, und jetzt haben wir hier im Ordner Video, Musikvideos. Da haben wir jetzt unser Video abgespeichert. Ich mach's mal ohne Ton. Ohne Ton. So, und gucken wir mal durch. Also, Videoqualität ist super. Kann man nicht meckern. Wahrscheinlich die gleiche Qualität, die YouTube auch maximal anbietet. So, jetzt ist natürlich so, Queen. Da gibt es ja massig an Material im Web. Denn deswegen suchen wir jetzt mal was, wo es vielleicht nicht so viel von gibt. Also Ginger zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne. Und ich finde es interessant, dass auch hier wieder so eine Top-Hits-Anzeige ist. Und es gibt hier die ganzen angebotenen Dinge nach Alben sortiert. Und das finde ich richtig, richtig gut. Muss ich sagen. Und dann schauen wir mal hier. Call me a symbol. Machen wir da das gleiche. Als Video speichern. Genau, also das sind dann die Qualitätsstufen, die auch YouTube wohl anbietet. Also ich muss sagen, ich finde es super, wie schnell das hier geht von YouTube. Das ist wirklich super. Gut, das ist jetzt nicht das allerbeste Video. Ton ist auch da. Super. Funktioniert also einwandfrei. Geht mit Videos von YouTube deutlich schneller als mit Spotify. Schauen wir uns mal an, was wir denn jetzt hier in dieser Übersicht noch alles machen können. Also einmal können wir hier auf so einen Überblick schalten. Dann sehen wir hier Alben, nach Alben sortiert. Playlisten, die kommen wahrscheinlich, würde ich jetzt mal vermuten, von Spotify. Genau wie gegebenenfalls hier ähnliche Künstler. Lamb of God ist, mag ich auch zum Beispiel sehr gerne. Es ist halt nicht immer so ganz klar, woher jetzt irgendwas kommt. Man könnte jetzt aber auch hier zum Beispiel die Anbieter filtern, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich möchte Spotify nicht sehen. Dann schauen wir mal, was passiert. Wir haben also immer noch die Sortierung nach Alben. Und jetzt müssen wir einen Moment warten. Irgendwie arbeitet das jetzt. Okay, es gibt immer noch Playlists. Woher die jetzt kommen, ich weiß es nicht genau. Es ist auch nicht zu erkennen. Aber gut. Ah, okay. Spotify wieder verbunden. Ähnliche Künstler. Das finde ich immer super. Das ist eine Funktion, die ich auch bei Spotify total mag. Jetzt zeigt er mir hier allerdings Alben an. Ähnliche Künstler. Ach, hier muss ich hier eventuell drauf. Okay, gut. Hier zeigt er mir jetzt ähnliche Künstler an. Die Symbole hier sind ein bisschen klein geraten. Man kommt hier auch in das Menü relativ schnell rein. Da kann man sich leicht verklicken. Aber gut.
Auf jeden Fall, das ist eine Funktion, die finde ich persönlich super. Ich mag das bei Spotify auch, weil ich gerne neue Musik höre und immer wieder Neues entdecke. Music Zoom, Musikuniversum wird geladen. Okay, was ist das nun? Oh, cool. Im Prinzip das Ganze noch mal ein bisschen aufbereitet. Ach cool, nach mit Musikrichtung im Hintergrund. Das ist ja richtig cool gemacht. Okay, also hier noch mal eine etwas andere Möglichkeit, um nach neuen Bands und Interpreten zu stöbern. Finde ich sehr interessant. Oh, News. Hier haben wir News zu Ginger. Der offizielle Twitter-Account. Ja, sehr schön. Sehr übersichtlich gemacht. Also muss ich sagen, das finde ich richtig gut. Hier können wir jetzt also direkt herunterladen. Aber machen wir jetzt, wenn ein Liedchen dabei ist, was hier nicht verfügbar ist, aus irgendeinem Grund? Dann können wir es uns hier wünschen. Ich kann also jetzt hier Lieder mir wünschen und kann die einer Wunschliste hinzufügen. Und Audioles wird dann, sobald ich die Liste aktiviere, versuchen, diese Lieder aus den verschiedenen Quellen, die so verfügbar sind, herunterzuladen. Und gut, in dem Fall sollte das jetzt nicht so schwer sein, da ich ja meinen Spotify-Account verbunden habe und da sollte das ja drin sein, das Lied. Und deswegen hat er das jetzt im Hintergrund auch schon gemacht, ohne mir jetzt da so viel Feedback zuzugeben. Und man erkennt es jetzt hier an den an dem ne, an dem modernen Sanduhr-Symbol, dass es da gerade im Hintergrund Aktivität gibt. Und wenn wir mal in den Audio-Ordner gucken von Audioles, dann sehen wir auch, hier ist also auch schon was drin, das gerade noch offenbar bearbeitet wird. Das heißt, hier kann ich also, ohne dass ich jetzt alles einzeln machen muss, hier schon mal Dinge in meine Wunschliste hinzufügen und dann wird das bearbeitet. Und dann gibt es hier noch den Bot und der Bot, laut Beschreibung, erstellt er eine vollständige Musiksammlung, die meinem Musikgeschmack entspricht. Das heißt, ich gebe hier einfach was ein, was ich mag, oder ich gebe den Radiosender ein, den ich mag, und dann wird der für mich im Hintergrund einfach eine Musiksammlung zusammenstellen. Interessantes Feature, gegebenenfalls für Leute, die, wie ich, gerne neue Musik entdecken und sich dann ein bisschen überraschen lassen wollen. So, jetzt kann es ja sein, dass aus irgendeinem Grund mein Künstler oder meine Band hier kein oder das Lied, was ich haben möchte, hier nicht drin ist. So, was kann ich denn jetzt weiterhin tun? Ich kann jetzt zum Beispiel mit meiner aktuellen Suche noch offen auf den Reiter Radio wechseln. Und jetzt zeigt Audioles mir Radiosender an, wo das Lied jetzt gerade läuft, falls es das gibt. Und des Weiteren werden mir dann hier Radios angezeigt, wo Ginger häufig läuft. Und das ist natürlich auch ganz nett, wenn man einfach mal Radio hören möchte und dafür neue Radiosender suchen möchte. Und da kann man einfach Radios suchen, wo die Musik läuft, die man gerne hört. Und ich habe es eben schon mal kurz ausprobiert. Hier, wer aufgepasst hat, sieht, dass hier jetzt was Neues aufgetaucht ist. Und zwar kann man nämlich jetzt hier, so wie früher, mit dem Kassettenrekorder diesen Radiosender, man kann ihn zum einen natürlich anhören und man kann auch sagen, hier möchte ich gerne aus diesem Radiosender
Lieder aufnehmen. Und das passiert automatisch im Hintergrund. Das heißt, im Hintergrund wird dieses Radio jetzt abgespielt und es wird eine analoge Kopie davon gemacht. Und hier sehen wir den Status. Wir warten jetzt hier auf den Anfang des nächsten Liedes. Das ist hier dieses gelbe Symbol. Und sobald das nächste Lied anfängt, wird dann das Ganze hier auf Rot wechseln, so dass damit angezeigt wird, hier läuft gerade eine Aufnahme. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, ich kann das jetzt auch mit mehreren Sendern gleichzeitig machen. Und was nehmen wir denn noch? Nehmen wir mal, keine Ahnung, einfach das hier. So, und jetzt habe ich mehrere Radiosender, von denen ich jetzt gleichzeitig aufnehme. Das heißt, wenn man das jetzt wieder vergleicht, früher mit dem Kassettenrekorder, ich würde jetzt also quasi mit drei Kassettenrekordern und drei Radios da sitzen und würde jetzt da jeweils warten, bis das nächste Lied anfängt und dann die Aufnahme starten. Und das macht Audios jetzt für mich im Hintergrund. Und ich kann es natürlich auch klein machen, also minimieren. Und das Ganze passiert im Hintergrund dann trotzdem weiter. Auch so kann man sich natürlich eine ganz umfangreiche Musiksammlung aufbauen, indem man einfach die Sender, die man gerne hört oder wo die Musik läuft, die man gerne hört, im Hintergrund einfach aufnehmen lässt. Audiels ist dabei auch so schlau, man kann es halt einstellen, dass man eben auch die Lieder dann, die wiederholen sich natürlich immer wieder mal, ne, im Sendeprogramm, und Audiels kann man so einstellen, dass dann die Lieder nicht doppelt gespeichert werden. Das ist halt ganz praktisch. So, jetzt sehen wir hier beim ersten Sender ist jetzt das Aufnahmesymbol auf Rot umgesprungen. Das heißt, hier läuft jetzt die Aufnahme von Blackosh und das versuche ich gar nicht erst auszusprechen, weil da würde ich mich blamieren. Und dann müsste das also gleich auch hier im Anschluss erscheinen. Das warten wir jetzt mal ab. Oh, guck mal, jetzt zur Radio Bob harte Seite ist auch die Aufnahme angesprungen. Und ich lasse das jetzt einfach mal ein Weilchen laufen. Ich melde mich gleich nochmal wieder. So, die Aufnahme läuft jetzt hier schon eine Weile. Wie man sieht, hier sind auch schon ein paar Lieder eingetrudelt. Und ich habe auch mal kurz durchgehört. Es ist also so. So wie damals beim Aufnehmen mit der Kassette ist es so, dass die Lieder dann teilweise eben nicht den vollständigen Anfang haben, weil zum Beispiel der Radiosender überblendet mit dem vorherigen Lied. Und genauso ist es dann auch mit dem Ende. Und was eben auch sein kann, ist, dass wenn der Radiosender so ein Jingle einspielt oder so, dass davon noch ein Stück mit drauf ist. Es ist also genauso, man kann sich das genauso vorstellen wie eben damals mit dem Kassettenrekorder. Da hatte man das auch immer wieder mal. Diese Methode eignet sich also nicht unbedingt dazu, um jetzt eine perfekte Musiksammlung aufzubauen, aber zumindest kann man hier auch, also zumindest hat das Ganze also auch hier wieder so einen Entdeckungsfaktor. Ja? Man kann sich so relativ einfach und unkompliziert eine Musiksammlung zusammenstellen lassen, die man dann einfach durchstöbern kann, ohne dass man warten muss, bis das Lied im Radio läuft. So, deswegen, wir stoppen das jetzt mal wieder alles. Qualität ist in den meisten Fällen ganz gut. Es gibt einzelne Lieder dazwischen, da hört man sehr, sehr deutlich die Komprimierung heraus. Das kann natürlich sein, dass vielleicht auch der Sender selber dann schon keine gute Qualität hat. Also es ist natürlich jetzt auch nichts für extrem audiophile Menschen, die sowieso mit Komprimierung nicht so viel anfangen können. Dafür sind diese Quellen, also die Radioquellen, dann wahrscheinlich eher nicht so gut geeignet. So, wenn ich jetzt hier oben keinen Titel eingegeben habe oder keinen Künstler eingegeben habe, dann kann ich natürlich hier auch einfach die verschiedenen Musikrichtungen mir anhören und dann sehe ich hier zum Beispiel, wenn ich auf Charts klicke, alle Radiosender, die
Charts-Musik spielen oder ich möchte Britpop hören, dann höre ich, dann werden mir Sender angezeigt, die Britpop spielen oder K-Pop. Also auch eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Da kann man sich dann auch ganz gerne mal so ein bisschen durchstöbern. Was ich halt gut finde, ist, dass man eben die Radios auch sofort hier abspielen kann, ohne dass man jetzt nochmal irgendwo auf eine andere Seite tunen oder sowas gehen muss, sondern man kann es halt direkt hier im Programminterface anhören. Finde ich sehr nützlich und praktisch. So, dann schauen wir mal weiter. Was finden wir hier unter Musikstreaming? Hier finden wir jetzt die verschiedenen Dienstanbieter, von denen wir Musik ja, herunterladen können. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel mal auf Spotify gehen, dann kommt jetzt hier eine Warnung. Ja, OBS läuft im Hintergrund, weiß ich. Und jetzt öffnet sich im Hintergrund Spotify und das kann man jetzt sehen. Und jetzt würde er im Prinzip die Lieder, die ich einfach abspielen würde, oder alles, was ich jetzt hier abspiele, wird er dann aufnehmen. Und zwar, indem ich hier auf den Aufnehmen-Knopf drücke. So, und jetzt haben wir hier ist ein weiteres kleines Fenster aufgegangen. Das schiebe ich hier mal gerade rein. Spielen Sie Musik mit Spotify ab. Und wenn ich jetzt hier, ja, hack, ne? Althackis mit harten, ach du meine Güte. ja. Gehen wir einfach mal hier in diese Playlist rein und lass das mal laufen. Und jetzt sehen wir, dass jetzt hier im Hintergrund die Aufnahme läuft. Er hat jetzt hier also auch erkannt, wie das Lied heißt und von wem es ist. So, das mache ich mal gerade hier leise. Ihr könnt es eh nicht hören, weil ich das jetzt mir aus bekannten Gründen den Ton hier ausgeblendet habe. Aber hier kann man halt auch einstellen, wie man das mithören möchte. Das ist halt ganz cool, wenn man jetzt hier eine Playlist sich schon gebastelt hat und man möchte die jetzt im MP3-Format vorliegen haben, dann lässt man einfach diesen Modus hier laufen und hat dann hinterher alles in seinem Ordner. Oh, das halten wir jetzt mal wieder an, weil das dauert mir jetzt zu lange. Gut, Video Streaming. So, da haben wir das Gleiche, was wir jetzt im Prinzip für Musik hatten, für Videos. Und da sagt er mir jetzt wieder, OBS läuft, Warnung und so weiter. Kann jetzt also hier auf Aufnehmen klicken und was passiert? Jetzt hat er hier mir, hupsala. So, nicht verwirren lassen, ne? Das ist meine YouTube-Startseite ist, naja, fragwürdig, würde ich jetzt mal so sagen. Aber gut. Sondermüll. Das laut. So, jetzt zeige ich, schiebe ich noch mal das kleine Fenster hier rein. Und zwar hat Audils jetzt erkannt, dass dieses Video läuft. Und es wird jetzt im Hintergrund automatisch abgespeichert. Und zwar, wie man hier sehen kann, geht das ganz recht schnell. Er lädt das Video im Hintergrund also schon komplett herunter. Während ich das jetzt noch gucke. Das hat jetzt also nur ein paar Sekunden gedauert. Und wir finden das jetzt dann auch in dem Other Videos, ja, sorry. Jetzt hat er dieses Video, hat er jetzt im Prinzip hier abgespeichert. Und ich könnte es mir jetzt also auch offline anschauen. Ist eine sehr komfortable Geschichte, wie ich finde. So, wesentlich interessanter ist jetzt wahrscheinlich die Aufnahme von den, ja, ich sag's mal, Premium-Diensten wie Amazon Video, Netflix, Disney Plus. Und da muss ich sagen, da musste ich tatsächlich jetzt offline eine ganze Menge rumprobieren. Das hat echt viel Zeit gekostet. Bin da nicht,
Also man wird vom Programm nicht so wirklich darauf hingewiesen, wie was man jetzt tun muss, wenn es nicht funktioniert. Also ich hatte zum einen das Problem, dass der interne Player von Audils nicht funktioniert hat. Das heißt, das ist mir hier überhaupt gar nicht angezeigt worden, warum auch immer. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt nach mehreren Neustarts, hat es dann auf einmal funktioniert. Was jetzt genau der Grund war, keine Ahnung, kann ich jetzt so nicht sagen. Und das andere Problem war, dass die Aufnahme eine sehr schlechte Audioqualität hatte, dass sie sehr stark geruckelt und gestottert hat. Ich hatte im Aufnahmefenster ist da nochmal so eine Auslastungsanzeige des Systems drin. Also das System war immer sehr beschäftigt. So, und ich zeige euch jetzt, was man tun muss, damit das nicht passiert. Und zwar, das allererste ist, in den Optionen gibt es hier unter Allgemein den Treibermanager. Denn der ist jetzt hier ein bisschen offline aufgegangen. Und was man hier machen sollte, ist diese Virtual Soundcard zu installieren. Die wird nämlich benutzt, um die Bildschirmaufnahme von Videostreaming zu machen oder eine durchgehende Aufnahme von Musikstreaming. Und deswegen habe ich das jetzt hier gemacht. Ich habe das jetzt installiert. Und was man aber dann des Weiteren noch tun muss, ist die Audioausgabe. Ich schiebe das hier mal gerade kurz ein bisschen rum. Hier umzustellen, nämlich auf Audils Sound Capturing. So, schieben wir wieder zurück. So, das heißt natürlich dummerweise, dass man dann in dem Moment, wo man da etwas aufnimmt, nicht mithören kann. Aber es ist erforderlich, damit die Aufnahme überhaupt anständig funktioniert. Und wenn ich das jetzt hier mal mache, also ich bin 1080p, könnte jetzt hier noch 5.1 Surround Sound aktivieren, Untertitel könnte ich hier noch mit runterladen. Unter Expertenoptionen gibt es dann hier noch, kann ich noch GPU-Kodierung und so weiter und so fort. Also gibt es also noch ein paar Möglichkeiten, was man einstellen kann. So, ich bin jetzt hier also im Modus Videos mitschneiden und wenn ich jetzt hier etwas starte, dann seht ihr interessanterweise das Video jetzt hier in der Bildschirmaufnahme nicht. Aber ich kann jetzt hier sagen, Aufnahme von Anfang an, kann sagen, alle Episoden aufnehmen und dann sage ich jetzt hier Aufnahme starten. Was ihr jetzt nicht seht, ist, dass jetzt im Hintergrund der Player jetzt von vorne gestartet hat und die Aufnahme läuft. Und zwar, wie man jetzt auch an der Systemauslastungsanzeige sehen kann, da gibt es keine großen Spitzen mehr. Das war eben, bevor ich diese Umstellung gemacht habe, war das so, dass das dann so bis 65, 85% da Spitzen drin waren und das Video dann am Ende, ja, da Standbilder hatte zu diesen Zeiten. Und ja, der Ton war natürlich, ja, der war ganz, ganz schlecht. Wir haben hier als nächsten Reiter haben wir Podcasts. Dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so der Podcast-Fan und ich kenne mich mit Podcasts auch nicht so richtig gut aus. Aber keine Ahnung, was haben wir denn hier? Spiele, Hobbys, Gamescoop. Ich weiß es nicht. Können wir einfach mal gucken, was gibt es hier? Also ich kann hier das Ganze This abspielen. episode of Game. Naja. Und könnte jetzt hier dann auch die neueste Episode laden. Okay, ist noch dabei anscheinend. Okay, jetzt sehe ich hier, hat es runtergeladen. Finde ich übrigens schön, dass er das hier auch alles schon ordentlich sortiert, ne? Nach Podcast, Musik, Radio Recordings oder hier Musikvideos, Other Videos oder TV Series und so weiter. Also er sortiert das hier eigentlich schon ganz schön ein und dann sehen wir jetzt hier haben wir die neueste Folge von Gamescoop runtergeladen This episode of Game Scoop. und ja, können wir uns die jetzt hier quasi offline anhören.
Ja, für Podcast-Fans sicherlich eine gute Geschichte. Hier kann man auch nochmal in den Podcast hineinspringen und das auf. Oh mein Gott, hier gibt es aber viele Episoden. Ob man die auch alle auf einmal. Okay, das ist jetzt hier anscheinend die letzte. Da haben wir so ein Symbol, was uns wohl signalisieren soll. Die haben wir auf der Platte. Machen wir das hier mal. Das geht auch relativ schnell, weil es ja ein Download ist eigentlich. Normalisieren. Ich finde das schön, dass alles im Hintergrund passiert. Die Software ist also einigermaßen intelligent. Es ist offensichtlich einiges an Gehirnschmalz da eingeflossen. Und das ist ja immer eine schöne Sache. An manchen Stellen muss ich allerdings sagen, da müsste man noch mal ein bisschen dran arbeiten. Die Navigation ist an manchen Stellen ein bisschen unübersichtlich. So, und die zweite Folge, die ich hier gerade angeklickt habe, ist jetzt auch da. Funktioniert sehr schön einfach. Ja, bleibt hier noch der Reiter Fernsehen. Hier kann man im Prinzip dann quasi Live-Fernsehprogramm mitschneiden. Die Aufnahme funktioniert hier auch wieder ähnlich wie bei Netflix. Außer mit dem Unterschied, dass eben das Programm nicht im Vollbild-Modus wiedergegeben werden muss. Da gibt es anscheinend irgendwie eine andere Möglichkeit, das aufzugreifen. Allerdings den Trick mit der Audience Capture Device, den muss man auch hier anwenden. Also zumindest ist das bei mir so. Ich weiß ja nicht, ne? Vielleicht ist es ja mit einer anderen Soundkarte oder so. Vielleicht funktioniert das ja besser. Bei mir funktioniert es eben nur mit dieser Capture Device. Aber das ist dann auch relativ komfortabel. Will ich jetzt auch nicht noch näher drauf eingehen. Eine Funktion, die ich noch unterschlagen habe, und zwar gibt es nämlich hier bei Video Streaming den Aufnahmeplaner. Und was ich hier machen kann, ist, ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt im Browser bei Netflix unterwegs, habe jetzt hier einen Film gefunden, den ich total toll finde und ich möchte den gerne ja, kopieren und dann kann ich einfach die Adresse aus dem Browser kopieren, hier einfügen und dann würde das hier als quasi ja in diese Warteschlange hier aufnehmen und dann kann ich dann über Nacht zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt hier dann fünf Filme oder eine Serie oder was auch immer da drin habe, kann ich dann die Warteschlange hier abspielen lassen automatisch und dann wird, während ich schlafe, werden die Kopien quasi angefertigt. So, was haben wir zum Schluss? Wir haben ja noch einen Dateibrowser. Da können wir uns hier alles anschauen, was wir hier schon im Prinzip an Medien verarbeitet haben. Wenn ich da natürlich eigene Ordner hier noch eingebunden habe, dann sehe ich die auch hier drin. Und dann haben wir hier auch noch zu guter Letzt einen Dateikonverter. Hier kann ich, ja, hier steht beliebige Audio-Videodateien konvertieren. Oder auch wieder aufnehmen, ist ein ganz nützliches Feature, was jetzt hier noch integriert ist. Profis, die natürlich häufig konvertieren müssen, die werden da wahrscheinlich sowieso ihre eigenen Tools dafür haben, aber ja, es ist ja ganz nett, wenn man das hier auch noch verfügbar hat. So, welches Fazit haben wir zu Audience One 2022? Also, es ist natürlich eine sehr umfangreiche Software mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Da muss man sich eine Weile lang mit beschäftigen, bevor man das alles so richtig durchdrungen hat. Habe ich persönlich jetzt noch nicht das Gefühl, dass ich hier alles ausgereizt habe bis zum letzten Ende. Für wen ist das? Ja, es ist im Prinzip für Leute, die vielleicht auch immer noch in der Sammelwut sind und alles lokal auf der Platte haben wollen. Da gehöre ich persönlich jetzt nicht mehr dazu. Habe vor einigen Jahren schon alles ja, runtergeschmissen, weil das Streaming-Angebot mittlerweile so gut ist, dass ich sage, das
der Aufwand, den man da betreiben musste, ist mir persönlich zu hoch. Mit Audio ist es natürlich am Ende ein bisschen einfacher, aber es ist natürlich immer noch ein Aufwand und da bin ich einfach nicht so richtig bereit dazu, den zu betreiben. Aber es soll ja tatsächlich noch Leute geben, die eben alles auf der eigenen Platte sammeln wollen. Und für die ist das natürlich hier das Tool Nummer 1, weil damit kann man das wirklich sehr, sehr einfach machen. So, dann gibt es natürlich noch die Entdecker unter uns. Also diejenigen, die immer neue Musik finden wollen oder die vielleicht auch einfach auf der Suche nach neuen Radiosendern sind. Weil hier alles so schön unter einer Oberfläche zusammengefasst ist. Es ist halt eben auch super einfach, hier neue Inhalte zu finden. Und das ist wirklich, also hier gibt es für jeden was, ja, würde ich jetzt mal so behaupten, ja. Also wirklich eine schöne Oberfläche, um einfach Inhalte zu finden. Dann natürlich hier Leute, die Podcasts aktiv verfolgen. Die können hier natürlich das auch als Tool benutzen, um ja, ich sag mal, das Erlebnis oder ich sag mal so, die Inhalte eines Podcasts in Gänze abzugreifen. Ja, Audiels One ist jetzt hier quasi das Komplettpaket. Also hier haben wir Audio und Video Recording drin, ist erhältlich für 79,99. Dann gibt es noch eben die nur Audioversion, wo man dann halt eben nur Musik und vermutlich auch Podcasts herunterladen kann. Die kostet dann 39,99 und oder 90. Und es gibt dann noch eine nur Video-Version, wenn man jetzt so auf Musik und Podcast eher nicht so abfährt, dann hat man dann eben diese nur Video-Version, wo man dann eben das hier alles findet, ebenfalls für 39,99. So, das heißt, man kann sich also aussuchen, was braucht man? Braucht man nur Video, braucht man nur Audio oder braucht man beides? Und da gibt es dann halt jeweils die passende Option. So, alles in allem würde ich sagen, Audio One ist ein schönes Gesamtpaket, sehr intelligente Features, die im Hintergrund einen Haufen Arbeit abnehmen. So, das war's von mir. Meine Stimme verschwindet langsam, muss glaube ich mal einen Schluck trinken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis die Tage.